بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine lieben Geschwister, ich möchte heute über ein aktuelles Thema sprechen, und zwar die Beleidigung gegenüber unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Geschwister, ihr müsst wissen, dass die Beleidigung gegenüber dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Beleidigung gegenüber dem Islam und das Bekämpfen der Religion und die Probleme, die uns gemacht werden, nicht neu sind. Also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde schon mal beleidigt, und das wird auch nicht das letzte Mal sein, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beleidigt wird. Nur ist die Frage, die erste Frage, wie verhalten wir uns, wenn sowas passiert? Schaut mal, ohne Frage gehört es zum Iman, zum Glauben eines Muslims, dass er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam liebt, dass er seine Person liebt. Die Person Muhammad ibn Abdullah, Muhammad den Sohn von Abdullah, als Propheten, als Gesandten, dass man ihn persönlich liebt, sallallahu alaihi wasallam. Und das bedeutet, wenn er beleidigt wird, wenn er attackiert wird, verbal, dann gehört es zum Glauben, dass man sich aufregt und dass das einen schmerzt und dass man dagegen was tut. Aber es gehört auch zur Liebe des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass man ihm folgt und dass man seine Sunna praktiziert. Denn das ist das Problem, was wir heute haben. Wir haben zwei Extreme. Entweder hast du Leute, die die Sunna praktizieren und darauf achten, die Sunna einzuhalten und so weiter, aber emotional sind sie tot. Das heißt, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beleidigt wird, wenn der Islam attackiert wird, sind sie kalt. Ohne Emotion. Das ist falsch. Denn zur Liebe des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam reicht es nicht einfach nur, seine Sunna zu praktizieren, indem man achtet, was ist Sunna, was ist nicht Sunna, sondern zur Liebe gehört auch, dass man ihn liebt, vom Herzen her, aus Emotionen her. Aber das ist wiederum das andere Problem, was wir haben. Wir haben Leute, die den Propheten aus dem Lieben weinen für ihn, aber dann sehen wir, dass sie seine Sunna nicht praktizieren. Deswegen brauchen wir diese zwei Elemente. Einmal die Emotionen für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Liebe zu seiner Person, aber auch brauchen wir das Befolgen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." Sag, wenn ihr Allah liebt, wenn ihr den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam liebt, das heißt, wir müssen den Propheten sallallahu alaihi wasallam aus Emotionen her lieben und ihn ehren sallallahu alaihi wasallam und ihn verteidigen sallallahu alaihi wasallam. Aber aufgepasst, Allah subhanahu wa ta'ala sagt: "Fattabi'uni yuhibbukum Allah." Ihr müsst ihm, Muhammad, aber auch folgen. Ihr müsst ihm gehorchen, ihr müsst seine Sunna praktizieren. Und deswegen, wenn sowas passiert, sollen wir uns aufregen, richtig, aber wir sollen auch wissen, dass wir niemals den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verteidigen können, bis wir seine Sunna lernen, umsetzen und sie praktizieren und die Leute dazu aufrufen. Und dann gibt es wiederum auch so viele Wege, wie wir den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf vernünftiger, legaler Art und Weise verteidigen können. So viele Wege. Ich verstehe nicht, warum, wie dieser Jugendliche jetzt in Frankreich, dieser Tschetschene, wie man einfach hingehen kann, ohne Wissen, ohne Verstand, ohne Vernunft, und so eine Tat begeht, die im Endeffekt den Muslimen in Frankreich mehr Probleme gebracht hat als je zuvor. Man sagt, ja, aber der Islam wird sowieso bekämpft in Frankreich. Richtig, aber wir müssen nicht noch mehr dazulegen. Wir müssen doch den Feinden des Islam nicht noch mehr Munition geben, damit sie uns fertig machen. Es reicht doch schon, dass sie uns
bekämpfen. Warum gehen wir hin und helfen ihnen noch dabei indirekt? Weil Macron und Co. und seinesgleichen, diese Islamhasser, weil das sind Islamhasser, diese Leute hassen einfach abgrundtief den Islam. Deswegen ist das genauso passiert, wie es passiert ist in Frankreich, dass die Regierung zu diesem Mann gehalten hat und dass sie hingegangen sind und diese Karikaturen nochmal auf offiziellen Regierungsgebäude projiziert haben. Das zeigt einfach, dass sie den Islam hassen. Und der Kampf gegenüber den Muslimen, ja, das Bekämpfen vom Hijab und so weiter. Ihr wollt doch nicht wirklich glauben, dass es Macron und Co. interessiert, wenn ein Franzose ermordet wird. Wie viele Franzosen werden ermordet und misshandelt und wie viele Franzosen sterben von Alkohol und von Zigaretten und Drogen? Meint ihr, das interessiert sie? Das interessiert sie nicht. Aber was sie interessiert, ist genau, dass ein Muslim hingegangen ist und diesen Mann getötet hat. Weil dann haben sie wieder Grund, den Islam zu unterdrücken oder die Muslime eher zu unterdrücken und Regeln und Gesetze wieder zu erlassen. Ihr müsst es doch verstehen langsam, meine lieben Geschwister im Islam. Genauso damals bei uns hier 2011, als eine Gruppe namens Pro NRW hingegangen ist und die Karikaturen gezeigt haben. Dann hat man den Jugendlichen gesagt, Leute, geht dort nicht hin. Diese Leute wollen es nur provozieren. Diese Leute wollen nur, dass die Muslime schlecht dargestellt werden. Man hat gesagt, nein, ja, wenn man nicht dahin geht, ist man ein Heuchler und ihr seid doch alle nur feige. Was ist dann passiert, bitteschön? Es sind Jugendliche dorthin, es ist eskaliert am Ende und dann haben die Medien Material gehabt, um zu sagen, schaut mal die bösen Muslime. Und dann gab es auch wiederum Probleme, Gesetze wurden erlassen und so weiter und so fort. Deswegen müssen wir langsam verstehen, wie wir bestimmte Dinge umsetzen. Wie wir den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf bester und schönster Art und Weise verteidigen. Sallallahu alaihi wasallam. Dann nochmal eine frohe Botschaft an die Geschwister. Und zwar sollt ihr wissen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er niemals Schaden nehmen kann, sallallahu alaihi wasallam. Weder körperlich, klar, weil er ist nicht mehr unter uns, noch geistlich, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist das beste Geschöpf, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Er ist der liebste Mensch bei Allah. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn geehrt wie keinen anderen. Alle Propheten und Gesandten sind Nachfolger des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, sie stehen nach ihm. Er ist der Imam, der Führer aller Propheten und aller Gesandten. Er ist derjenige, der die höchste Stufe im Paradies bekommt. Und er ist derjenige, der am jüngsten Tag sallallahu alaihi wasallam für die Menschen Fürsprache einlegen wird. All dies sind Tatsachen, die keiner leugnen kann von den gläubigen Muslimen. Dann auch für die Nicht-Muslime, die versuchen, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu beleidigen, wisset, dass umso mehr ihr den Islam und die Muslime und den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beleidigt, umso mehr halten die Muslime zum Islam. Und umso mehr kehren die Muslime zurück zum Islam und umso mehr praktizieren die Muslime die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und umso mehr werden sie ihn lieben. Das heißt, wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, vielleicht verabscheut ihr etwas, was gut für euch ist. Das heißt, es ist gut, wenn der Islam bekämpft wird und der Prophet sallallahu alaihi wasallam beleidigt wird auf eine Art, dass die Muslime wieder zurückkehren zu ihrer Religion. Deswegen, meine lieben Geschwister im Islam, das ist ein Zeichen für uns, dass wir wieder zurückkehren zu unserer Religion und zurückkehren zur Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann nochmal die Frage, warum ausgerechnet Frankreich? Warum all diese Probleme in Frankreich?
Hijab, das Problem mit dem Hijab, das Problem mit irgendwelchen dummen, wertlosen, sinnlosen Karikaturen. Und dann redet man noch von Meinungsfreiheit. Was für eine Meinungsfreiheit? Einen Menschen zu beleidigen allgemein soll Meinungsfreiheit sein? Einen Propheten Muhammad zu beleidigen ist Meinungsfreiheit? Was ist denn, wenn jemand die Juden beleidigt? Gilt da auch die Meinungsfreiheit? Was ist, wenn jemand Israel als Staat kritisiert? Gilt da auch die Meinungsfreiheit? Was ist, wenn jemand die Emanzipation der Frauen heute kritisiert? Schwulen und Lesben kritisiert? Gilt da auch die Meinungsfreiheit? Nein. Da gilt nicht die Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit gilt nur dann, wenn man den Islam beleidigen will. Subhanallah. Ihr müsst wissen, meine lieben Geschwister im Islam, Frankreich ist das Herz des Laizismus. Heute, und übrigens, es gibt viele Geschwister, die nicht wissen, was Laizismus bedeutet und Säkularismus bedeutet. Leider. Säkularismus und Laizismus bedeutet im Allgemeinen Trennung von Staat und Religion. Und alle Länder des Westens haben in ihrer Staatsführung und in ihrer Politik dieses Element fest verankert. Und zwar, dass sie zwischen Staat und Religion trennen. In Frankreich wiederum, in Deutschland aber auch, aber in Frankreich verstärkt, gibt es eine extremere Form von Laizismus. Und zwar die Trennung von Privatleben und Religion. Und deswegen haben wir diese Probleme in Deutschland, aber nochmal sehr verstärkt in Frankreich, weil wir es nicht mit Christen zu tun haben, die auch gläubig sind, die auch an einen Gott glauben, an die Propheten glauben, mit dem man sich hinsetzen kann und mit dem man auch über Religion diskutieren kann und sprechen kann, sondern wir haben es mit Leuten zu tun, die an gar nichts glauben und die allgemein Religionen verabscheuen und die vor allen Dingen speziell den Islam verabscheuen. Warum? Weil der Islam ist das Gegenstück zum Laizismus und das Gegenstück zum extremen Laizismus. Der Islam bestimmt das ganze Leben eines Muslims. Es gibt im Islam keine Trennung zwischen Privatleben und Islam. Gibt es einfach nicht. Und deswegen, sie hassen den Islam und beneiden im Endeffekt die Muslime dafür, dass sie die einzige Religionsgemeinschaft sind, wo deren Anhänger noch am Islam, also an der Religion selber, festhalten. Bei den Christen haben wir es zumeist mit Leuten zu tun, die gar nicht mehr an der Religion festhalten, weder noch ihre Religion kennen. Bei den Juden ist das auch ein großes Problem. Buddhisten, Hindus, die einzigen, die immer noch an ihrer Religion festhalten und sie verteidigen und für ihre Religion sterben würden, sind die Muslime. Und das ist für sie ein Problem. Das wollen sie nicht. Sie wollen, dass die Muslime auch ihre Religion missachten, selber auch ihre Religion beleidigen und so weiter, aber das werden sie niemals bekommen. Die wahren Muslime werden so etwas niemals machen. Heuchler vielleicht, ja. Aber wahre Muslime niemals. Und deswegen dieser Kampf gegen den Islam, weil es hier um diese Form von Menschen geht. Menschen, die allgemein Religionen hassen. Und die Menschen in Irre sehen wollen. Und die sehen wollen, dass die Menschen wie Tiere leben. Und meine lieben Geschwister im Islam, dazu kann man, wie gesagt, vieles sagen, aber im Endeffekt sagen wir diesen Leuten, diesen Islamhassern, macht ruhig weiter, denn wir werden noch mehr an unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam festhalten. Das ist Fakt. Umso mehr er beleidigt wird, sallallahu alaihi wasallam, umso mehr halten wir an seiner Sunna fest. Deswegen lernt seine Sunna, meine lieben Geschwister im Islam. Lernt seine Geschichte, seine Sira und haltet an seiner Religion, al-Islam, und haltet an seiner Scharia, an seiner Gesetzgebung. Denn genau das wollen sie nicht. Aber im Endeffekt führen sie uns dazu, dass wir noch mehr daran festhalten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Erfolg geben und uns vergeben und uns Wissen schenken. Barakallahu fikum, hadha wallahu alam, alhamdulillahi rabbil alamin.